Molotow Trimax hier. Heute wahrscheinlich unser wichtigster Spieltag vom Hardstyle Royale in der Baller League. Wir spielen gegen Eintracht Spandau. Die machen jedes Mal eine fette Show. Was ist es diesmal? Bitte abgeht. Für mich war es das letzte Mal, so nur vom ersten Spieltag, vom spielerischen Niveau. Wir sind Zweiter, Spandau ist Dritter. Wer jetzt gewinnt, ist Erster. Und von der spielerischen Qualität waren die stark. Zusätzlich spielt jetzt noch Raphael da, Ex-Hertha-Spieler, Ex-Gladbach-Spieler. Krasser Bundesliga-Profi. Da ist der Headcoach Hatzapai. Und das ist jetzt ein ganz wichtiges Spiel. Ach, das sind die Spieler von Eintracht Spandau. Alles klar. Das nenne ich mal einen starken Auftritt. Ricci Suguta Passo. Die Halle flippt hier bei mir drinnen aus, denn die sehen die Bilder hier auch. Die werden hier, Konstantin rauskommt, die werden hier in die Halle geliefert. Da kommen sie, Bleron Berisha, Tim Klefeld, Shanga Aziz, Turgay Akbulut, George Skri und Luki Matondo. Die kommen hier mit diesem Bus in mit die Halle. Teppich. Eieieiei, das sind Live-Bilder von draußen aus der Motorworld. Spandau hat sich wieder was einfallen lassen. Letzte Woche mit der Karnevalskapelle. Und dann bringt Hans Sapai die hier mit einem Bus rein. Ich dachte erst, das wären noch zusätzlich Fans. Nein, das ist die Truppe von Eintracht Spandau. Herrlich. Mit Maskottchen, alles rum und dran. Letztes Mal eine Kapelle dabei gehabt. Ich lasse das mal so stehen für euch. Die nehmen da natürlich direkt die ganze Location, das ganze Stadion ein. Obwohl er heute nicht da ist, sich was richtig Schönes ausgedacht. Oh, das ist so ein wichtiges Spiel. Mit Raphael, ey, selbst mit dem Unentschieden wäre ich mega happy. Aber die haben letztes Mal alle so gut gespielt bei uns. Von Trimax, der heute krank zu Hause weilt. Und jetzt ist das letzte Spiel des Abends freigegeben. Das Topspiel. Melek gewinnt den Anstoß. Eintracht Spandau, die beide ihre Wir sind Spiele am Ball. Klar gewonnen haben. Ja, der ist sehr drin, ist stark. Da haben wir auch gesagt, er soll ins 1 gegen 1 gehen. Oh mein Gott, was für ein Pass! Durch und sensationelle Parade. Alter, ist das Team toll! XL-Chance. Was für ein, so einen geilen Pass haben wir heute noch gar nicht gesehen von keinem Team. Zweiter Schuss auch fast drin. So geiler Fußball, ey, leck mich doch. Durch 10 Spieler durch. Spandau ideenlos. Wir stehen hinten gut. Oh. Super Pressing, sauber. Vorne auch mal den Torwart den Ball abnehmen. FIFA-Manager in echt muss doch extrem Spaß machen. Ja, macht es. Beim Draft. Jetzt geht's in Richtung Strafraum. Alter, der Torwart. Wieder macht er das. Jan Fauseweh. Digga, der Torwart Jan Fauseweh ist ja geisteskrank. Ich hab den drin gesehen. Ich hab den Ball im Netz zappeln sehen. Nächste Woche. Gibt's dann noch für Streets United? 20 Sekunden noch Unterzahl. Ja, wir müssen unbedingt mal die Ultras vom SSV Harztag aus Hamburg da mal mit hinbefördern. Den müssen wir mal Tickets organisieren. Mit dem Megafon, mit der Trommel, der Pauke. Jetzt wieder dann nehmen die auch die Halle ein. Zeitstrafe abgelaufen. Oh mein Gott. Und direkt. Mit der Pieke drüber. Da dazwischen der neue Mann, also der wieder neue Mann. Immer noch 0-0. Bei Minute 13 kommt die Game Changer dazu. Erster Kontakt von Ricci Suguta Passo. Ein 0-0 auf hohem Niveau. Und dann sind die ersten 12 Minuten vorbei. Oh! Torwart ist da! Und Torwart ist da! Ich glaube, Jan kann gar kein Ding kassieren. Der Game Changer bitte. Krasse Defensive, obwohl wir sogar 2 Minuten lang uns Spieler gefehlt hat. Volley, Three Play oder One Touch. Was wird's? Volley, okay. Die letzten 3 Minuten der ersten Halbzeit zählen nur Volley-Tore. Man darf ihn sich auch selber vorlegen. Also wirklich, ich finde, das ist ein tolles Spiel. Ich meine, wir spielen hier gegen eine der besten Mannschaften. Ich fand, es war. Spandau hatte die beste Qualität vom ersten Spieltag. Und dass wir hinten so geil gegen die stehen und super krasse Chancen trotzdem auch selber hatten. Und 2 Minuten Unterzahl waren.
Wir müssen nicht Erster, Zweiter jetzt oder Dritter also werden. Die Volley-Challenge. Nur Top 4. Und, trifft, und das sieht für mich hier aus, zählt die Treffer doppelt. Dass dann wir gar nicht schlechter als 4 placen können. So, jetzt habe ich es gesagt. Das Team ist zu gut. Ich sehe hier keine Möglichkeit, dass wir Fünfter werden. Sehe ich nicht. Hübscher Chip. Wie so denn? Aziz, aber Jan Fauseweh. Oh. Oh, oh! Aber auch der Torhüter von Spandau. Das wäre es doch gewesen, sehr, krass. Sehr, sehr Halbzeit, 0-0. Spannendes Spiel. Leute, hat Raphael schon gespielt? Und jetzt gehen wir wieder sehr rein. Gut. Zweite Halbzeit. Wieder beim Anstoß. Den Ball geholt, wichtig. Dass du mit beiden Füßen abschließen kannst. Oh! Ball für Buchheister. Nein! Gerade von ihm gesprochen. Ja, heute sind beide Tore vernagelt. Liegt aber auch an herausragenden Schade. Goalies. Krasser Pass wieder, krasser Pass. Hat Harztag Profis, wir haben keine Ex-Profis. Oh! Oh mein Gott! Buchheister. Geblockt. Abschluss. Der hat einen ganz kranken Schuss. Ganz stark. Und Sulmer, das sind zwei ganz gefährliche. Hey! Hey! 2 Minuten Strafe! Für die Truppe von Trimax. Da kommt direkt das ganze Team. Auch alle Stürmer, die vorne mithelfen, sind dann sofort hinten. Die Laufbereitschaft ist der Wahnsinn. Edwin Schwarz, Handspiel, Freistoß, angeschossen. Spandau. Weiter. Oh. Oh. Und jetzt die Mega-Shot. Nein. Das gibt's nicht. Da machen sich beide Goalies zum Helden. Schade. Geh über die Arme geschossen, aber das Gesicht noch getroffen. Mega-Spiel. Ja, das ist echt spannend. Richtig geiler Straßenfußball. An der 27. Minute kommt wieder die Game Changer dazu. Vorher Tor wäre super. Da hat's richtig gekracht. Ey! Der haut den in die Umkleidekabine rein und berührt euch mal den Ball. 2 Minuten. Was ist das? Was ist das? Gut, Spiel kann weiterlaufen. Das ist eine Tätigkeit. Sie probieren es aus allen möglichen Varianten. Yasin Bouziri. Nicht 2 Minuten. Ich hätte bei dem Foul die Polizei gerufen. Das ist so ein Foul, wo du auch nach dem Spiel sofort den Anwalt anrufst und zeigst den Beweismaterialvideos. Ey, jetzt reicht's. Das zweite Mal schon. Wie oft noch? Wir haben 2 Minuten bekommen dafür. Der fliegt die ganze Zeit. Der fliegt. Unser Spieler fliegt die ganze Zeit auf der Außenlinie. Der ist zweimal hintereinander die Bande geflogen. Und Yasa Eris. Ey, dass wir da 2 Minuten bekommen haben, ne? Heftiger in den Zweikämpfen. Wichtig, vor der 27. ist ein Tor wichtig. Was ist mehr gekauft von Spandau? Die Fans oder die Schiris, glaubt ihr? Wo sind eigentlich die ganzen Chatter, die meinten, Raphael knallt uns 4 bis 5 Buden rein? Beide Teams, Aziz. Matondo! Oh! Jo, bei uns fehlt auch einer. Wechsel. Der gefällt mir sehr gut. Luki Matondo. Da liegt die ganze Zeit einer. Das ist alles richtig. Scheiß, hoffentlich nichts Schlimmes. Umgeknickt. Ah, oh, das sehr, ist eklig. Sehr unglücklich umgeknickt. Schön. Sauber. Torwart hält ihn fest, das gibt's nicht. Jetzt schnell zurück. Wahnsinn, beide Torhüter wirklich. Oh, unser. Sauber verteidigt. Ey, gib den Ball. Ey, er schießt weg, Zeitspiel. Jetzt auch mal 2 Minuten. Die ist an diesem Spieltag Nummer 2. Die Gegner sind 2 Minuten Strafe immun. Können machen, was sie wollen. Letzte Chance, er muss schießen direkt. Dankeschön, ihr Lieben im Chat, die hier den Kommentator feiern. Galaxy Game Changer, 3 Minuten Sonderregel. Die würden es jetzt entscheiden. Egal, was es wird. Ich bin so happy mit der Mannschaft. Egal, was hierbei rumkommt. Shotclock. Man hat nur 30 Sekunden Zeit für einen Angriff, ne? Jetzt wird das Spiel noch schneller. Erster Spieltag, geisteskrank, 6-1 Monte weggekloppt. Jetzt gegen, finde ich, das beste Team Eintracht Spandau. Zweimal mit Unterzahl. Steht's hier noch 0-0. Krass. Schnell wieder zurückkommen. Oh mein Gott, wichtig. Im Aufbau gestört. Passt ein bisschen zu spät, bisschen zu spät. Und wieder gestört. Jetzt nur Gegner auf Melek. Duni, es ist vernagelt. Beide Tore sind vernagelt. Bist du irre? Torwart hält ihn. Unfassbar. Oh, was für ein scheiß Einwurf. Aber wir sind da. Nein, ey! Matondo wird gefoult. Freistoß für... Kann man nicht auf war faul. Okay, ich will es halt nochmal sehen. Eine Minute letzte noch. Minute. Die letzten 45 Sekunden. Abseits. Nee, Decke berührt. Schnell umschalten. Wieder schön! Letzte halbe Minute läuft. Gibt's noch ja, das eine ja, Tor? Ja. Sulmer! Ich will die nochmal zurücklegen, schade. Hat der Gegner stark verteidigt. Von Phil Spielmann. Hoch rein mit Kopf.
nichts. Was ist jetzt? Wieso weiß ich nicht, die ganze Zeit gegen was ist Spieler neben Kocker Rausch, der letzte Woche, aber auch heute wieder am Start ist bei Spandau. Hier im Eingriff, bitte. 10 Sekunden noch. Kocker Rausch. Noch einmal Maß nehmen. Super, Yasin, super. Schluss aus. Eintracht Spandau und Harzer Royal trennen sich in einem hochklassigen Fußballspiel. Also gegen Eintracht Spandau einen Punkt mitzunehmen. Eintracht Spandau für mich persönlich das beste Team. Wir machen hier 0-0. Einmal jemand kurzzeitig verletzt. Einmal 2 Minuten Zeitstrafe. Die Gegner hatten Raphael. Ich bin happy. Bestes Spiel des Abends, schreiben viele. Vom Niveau fand ich es auch geil. Beide Teams hätten Tore schießen können. Das war ein krasses Spiel. Das war ein überkrasses Spiel. Holy shit. Also GG. Ja, wollte ich auch sagen. Ist zwar 0-0, wir nehmen beide nur einen Punkt mit. Bestes Spiel. Aber ich sehe nicht, wie unsere Teams unter den vierten Platz landen. Nee. Weißt du? Nee. Wir sehen uns im Finale, glaube ich. Ja, ich glaube das nämlich. Ich glaube, das war eher so ein Sieg für beide. Ja. Ich hätte dich auch gerne getrashtalkt, aber auch schon nach dem ersten Spieltag. Eintracht Spandau war verdammt stark. Hast du es mit den Fans mitbekommen, mit den Ultras? Ja, natürlich. Ja, geil. Wir haben schon geile Stimmung gemacht, war schon sehr gut. Muss ich auch mitnehmen. Ja. Ja, ich fände es geil, wenn andere Teams so mitziehen, weißt du? Ja, ja. Wir haben die ja. Wir haben ja noch einen Verein in der 9. Liga in Hamburg, da haben wir unsere Ultras mit Megafon, Trommel, die holen wir mit. Ja, geil. Ja, gut, geil. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. War ein sehr schönes Spiel. Ruh dich mal aber aus. Mach ich. Gut. Mach ich. Jetzt gute Besserung. Tschüssi. Okay, tschüss.